R3. Höchste Disziplin, Männer. Yogis, Jungs. Wir sind die Burgfinderwelle. Also Jungs, wo ist die Kamera? Da. Ist die Kamera. Genau, habt ihr mein Mail gelesen, dass die FIFA nach den vielen Fehlentscheidungen den Videobeweis überdenken will? Und habt ihr es auch verstanden? Schweine, wenn das kommen können, alle sehen, dass du immer die Schuhe falsch rum anhast, ne? Oder dass der Trainer in der Nase popelt. Jetzt mal ernst, hätten wir den Videobeweis schon bei dieser WM, die Achtelfinalbegegnungen hätten ganz anders ausgesehen. Vielleicht wären ja dann auch noch 2-3 Mannschaften mehr dabei. Ja, aber das wird man doch auf dem Video erkennen, oder? Unsinn. Mit dem Videobeweis könnte man strittige Situationen klar im Spiel entscheiden. Ja, warum filmen Sie uns jetzt hier die ganze Zeit, ne? Dann nochmal höchste Brennweite, ja? Trainer, ich bin's. Das doch auch. Und schon angefangen, die Jungs mit dem Videobeweis zu konfrontieren? Ich habe auch schon ein paar strittige Szenen dabei festgehalten. Das mit der Beule im Mannschaftsbus, das war ich nicht. Was? Das habe ich jetzt gar nicht drauf. Aber hier sieht man es ganz genau. Schaut mal. Der Philipp Lahm und der Marco Marin sind erst nach 23 Uhr am Hotel Hintereingang rein und haben dann auch noch die Türklinke abgerissen. Das haben sie in Sizilien auch schon gemacht, weil die immer hochspringen müssen, um die Tür aufzumachen. Oder hier, Lukas und Schweini kommen ebenfalls 7 Minuten zu spät, drücken dann im Fahrstuhl alle Knöpfe und pinkeln anschließend vom Hotelbalkon. Schweini, du hast gesagt, das sieht doch keiner, ne? Jungs, hier ist der Videobeweis. Und was machen Sie jetzt mit Ihren Videoaufnahmen, Trainer? Die werde ich alle löschen. Trainer, die Szene mit der Beule im Bus habe ich zufällig gefilmt. Die brauchen wir aber nicht zu löschen. Warum nicht, Miro? Das war der Bus der Engländer.